Ja, dann darf ich Sie, dann darf ich euch recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen hier im Business Club der MECC Arena. Mal eine andere Location heute, weil wir im Nachgang noch eine Pressekonferenz zum 9. Behindertentag abhalten werden. Wie gesagt, am Sonntag ist das nächste Heimspiel des 1. FC Magdeburg, der 31. Spieltag der 3. Liga. Und ja, wir empfangen hier in der MECC Arena den VfL Osnabrück. Aktueller Vorverkaufsstand etwa 17.000 Tickets und erwartet werden am Sonntag in etwa 18.500 Fans hier in der MECC Arena. Entsprechend bitten wir alle Fans wie gewohnt um rechtzeitige Anreise. Es findet wie auch zuletzt gegen den VfR Aalen noch eine Parallelveranstaltung statt. Drüben in der Getek Arena sind die Handballer aktiv zum Nachmittag. Ja, und deshalb bitte rechtzeitig anreisen zum Spiel am Sonntag. Weiterhin noch eine Besonderheit: Unser Ehrenmitglied Rolf Tüll ist also in der Nacht von Montag zu Dienstag verstorben. 20.03. war es. Entsprechend wird am Sonntag eine Schweigeminute stattfinden und die Mannschaft wird im Trauerflor auflaufen. Das als Besonderheit ist bereits mit allen Parteien abgestimmt worden. Ja, schauen wir erstmal hinein ins Spiel. VfL Osnabrück, 31. Spieltag. Jens Hertel, das Spiel am Mittwoch gegen Halleschen FC konnte erfolgreich gestaltet werden. Halbfinaleinzug im Landespokal. War jetzt relativ wenig Zeit. Gestern kleine Regenerationseinheit. Wie verlief die? Und ja, sind soweit erstmal alle fit? Ich denke, hallo erstmal, das war nicht nur eine kleine Regenerationseinheit, es war schon eine größere, weil das natürlich wichtig ist, dass wir schnell wieder den Akku aufladen, um dann hier am Sonntag eben eine intensive Partie, die wir erwarten, dann abliefern zu können. Und ja, gestern waren erstmal alle soweit im Training, da war jetzt nichts Auffälliges. Schauen wir mal heute in die Trainingseinheit, wo wir jetzt auch noch nicht ganz so viel tun werden, aber uns schon nochmal auch auf dem Platz bewegen werden. Ja, Osnabrück war ja bereits im Hinspiel mit dem neuen Trainer aktiv, Daniel Thune. Das Team konnte sich jetzt mittlerweile etwas festigen in der Liga. Was gilt es aus Ihrer Sicht jetzt zu beachten mit Blick auf den kommenden Gegner? Ja, natürlich, Osnabrück hat jetzt zuletzt zwei Niederlagen gehabt, haben in Würzburg 1-0 verloren und zu Hause das Derby gegen Münster nicht gewonnen, was ihnen sicherlich sehr, sehr wehgetan hat. Da waren, glaube ich, 11.000 Zuschauer. So ein Spiel willst du natürlich nicht unbedingt verlieren. Und deswegen werden sie schon noch hoch motiviert hierher kommen und so schnell wie möglich wieder in die Spur kommen wollen. Und sie haben personell, denke ich mal, ein paar Möglichkeiten mehr am Wochenende. Sie haben jetzt das Spiel nicht gehabt in Erfurt, sind also ausgeruht. Und was ich so mitbekommen habe, sehr intensiv trainiert. Und da sind wir schon noch gespannt. Daniel Thune hat jetzt auch immer mal gewechselt, was die Grundordnung betrifft, wie er das dann hier angehen wird. Auf jeden Fall werden die versuchen, die 3 Punkte natürlich mitzunehmen, ein bisschen sich in ganz sicheres Fahrwasser zu begeben. Aber wir wollen natürlich genauso dranbleiben und das Spiel hier zu Hause für uns entscheiden. Und da denke ich, sind wir aber auch gut gerüstet. Ja, danke, Trainer. Nils Butzen, unser Abwehrspieler, ist bei uns. Nils, vielleicht kannst du noch mal einige Worte zum Viertelfinalerfolg am Mittwoch sagen. Ja, zum einen ist es ja so, dass, wie ich das mitgekriegt habe, dass viele im Umfeld oder Fans das nicht mehr als Derby ansehen. Ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass es anders ist, dass wir auch das Spiel gewinnen wollten und nicht so, wie es oft auch kommuniziert wurde, abschenken wollen. Ja, ich denke auch gerade von vielen Spielern, die vielleicht nicht so die großen Einsatzzeiten in der letzten Zeit hatten, auch eine gute Leistung und ja, hat einfach nur gezeigt, dass wir einen extrem breiten Kader haben und ja, dann auch in so einem Derby bestehen können, auch auswärts. Und ja, insgesamt war der Sieg enorm wichtig, gerade weil, ich sag mal so, wenn dann so ein Spiel verloren wird, dann heißt es dann wieder, ja, FCM verliert in Halle und so Schlagzeilen braucht keiner, deshalb war uns das auch extrem wichtig, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Genau, und der Blick richtet sich ja jetzt nach vorne im Doppelpack-Heimspiel. Sonntag, wie gesagt, Osnabrück und Mittwoch dann das Nachholspiel gegen FSV Zwickau. Beide Spiele werden gut besucht sein. Zwischenstand für Mittwoch übrigens über 18.000 Fans im Moment. Jetzt sag noch mal, wie bedeutsam es ist und wie ihr auftreten müsst am Sonntag gegen Osnabrück. Ja, es beginnt ja jetzt langsam die heiße Phase und da ist jeder Punkt, jeder Sieg wichtig und gerade gegen Osnabrück. Es waren nicht die einfachsten Spiele, das kann man definitiv sagen. Die Mannschaft hat durchaus eine Riesenqualität im Kader und gerade deshalb müssen wir wieder auf unsere 100% kommen, ansonsten wird es schwierig, so wie gegen jeden Gegner. Ja,
ich habe mir das Spiel angeguckt letzte Woche gegen Münster. Ja, wir werden auch wieder Gutmachung aus sein und ja, deshalb werden wir uns genauso professionell vorbereiten, wie wir das bisher immer getan haben und wissen auch, dass es garantiert kein Spaziergang wird und man kann nicht davon ausgehen, dass es wieder ein 6-1 wird wie gegen Aalen. Also ja, wir sind top motiviert und wollen natürlich wieder zu Hause gewinnen und unsere Heimstärke auch unter Beweis stellen. Ja, danke dir jetzt. Dann gehen wir direkt über zu Ihren Fragen, liebe Pressevertreter. Welche haben Sie auf dem Herzen? Der Uli Behrens, bitte. An die Gates. Ja, danke. An die Gates. Vermutlich wirst du ja wieder in der Stammelf oder Startelf stehen. Ich schaue jetzt nicht zum Trainer hin. Worauf ist das zurückzuführen, dass du praktisch, ich glaube, es sind wohl zwei oder drei, die alle Einsatzzeiten haben, nach der Statistik zu urteilen. Worauf führst du das zurück? Ich glaube, da bin ich fast der Falsche für die Frage. Worauf ich das zurückführe, ich denke, dass ich in den letzten Jahren auch meinen Job durchweg gut ausgeführt habe, beziehungsweise zum größten Teil. Und, ja, deshalb vielleicht auch zu Recht viele Einsatzzeiten kriege und ich weiß aber auch, dass das nicht selbstverständlich ist und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich das immer zu Gemüte führt, dass man auch trotzdem, dass man vielleicht jedes Spiel in der Startaufstellung steht oder bisher stand, dass man trotzdem dafür sorgt, dass es sich nicht ändert und ja, es soll dabei bleiben, daran werde ich weiter hart arbeiten und ja, gute Argumente sind immer gute Leistungen und Siege. Ja, und das ist ja insgesamt das Ziel der Mannschaft. Und wenn das so weitergeht, dann hoffe ich, dass ich auch wieder spielen kann am Wochenende. Danke. Ja, Ronny Hartmann, bitte. Der Trainer hatte nach dem Pokalspiel gesagt, dass er dich eigentlich schonen wollte im Pokal, was dann durch die Verletzung von Felix Lohkämper nicht geklappt hat. Also der einen Seite die Frage, wie sieht es bei Lohkämper aus an Trainer und an dich? Hätte dir die Pause gut getan oder ist im Wörmi dann letztendlich egal? Wie sieht es bei dir dann aus? Ja, ich habe es relativ kurzfristig erfahren, aber im Grunde genommen es ist auch meine Pflicht, mich so vorzubereiten, als ob ich mal einfach anspiele. Kann ja auch passieren, dass ich nach 2-3 Minuten einer verletzt. Ja, dann spielt man vielleicht keine 90, sondern 87 Minuten. Deshalb war ich jetzt auch nicht sauer oder sowas, sondern ich habe mich auch drauf gefreut auf das Spiel. So ein Derby ist immer was Besonderes und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin ein ganz schlechter Zuschauer. Ich bin fast nervöser, als wenn ich aufs Spielfeld auflaufe. Und ja, es ist einfach schöner, wenn man mitwirken kann und seinen Teil dazu beitragen kann, ein Spiel zu gewinnen und Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Und, ja, ich denke, dass eine Pause vielleicht nicht verkehrt gewesen wäre, aber ich habe das, glaube ich, in letzter Zeit öfter geschafft, mich auch wieder gut zu regenerieren und dann auch 3 Tage später wieder Vollgas zu geben. Und das werde ich jetzt auch so machen, insofern ich am Sonntag spiele. Ja, deshalb alles super, passt. Ja, zu Felix. Zu sagen, dass er da ja, wahrscheinlich durch den Kunstrasen, durch die harten Plätze, dann der Fuß dann ein bisschen so eine Stressreaktion gezeigt hat. Also auffällig ist jetzt nicht, bei den Untersuchungen haben sie jetzt da nur so ein bisschen ja, leichten Akkus so festgestellt im Fuß, aber es ist jetzt nichts, was jetzt irgendwo dramatisch zu sein scheint. Jetzt wird das Wetter hoffentlich besser, die Plätze besser und dann sollte das auch in 3-4 Tagen vergessen sein. Also bis am Wochenende würde definitiv aber nicht zur Verfügung stehen. Man hört ja häufig von allen Spielern eigentlich, dass sie schlechte Zuschauer sind. Wie handhaben Sie dann die Rotation in den nächsten Tagen, um da alle zufriedenzustellen? Und vielleicht können Sie schon verraten, ob Nils dann am Sonntag auch spielt, wie er sich erhofft. Ja, also alle zufriedenstellen werde ich nicht können. Und wie die Rotation immer ausfällt oder abrotieren, hängt natürlich auch immer von den Ergebnissen, von den Leistungen ab. Ob das jetzt natürlich in allererster Linie die Spielleistung, aber in zweiter Linie dann auch die Trainingsleistung. Und ja, und dann muss man natürlich auch, kriegt man dann ein Gefühl, ob das passt oder nicht. Und, aber wir haben ja jetzt in Halle gesehen, dass dann die Jungs, die da jetzt gespielt haben, das gut gemacht haben und wir dann eigentlich auch keine Sorge haben sollten. Gerade jetzt so in den englischen Wochen dann doch immer wieder genügend frische Spieler, ohne dass wir vielleicht
so eine Riesenrotation wird es vielleicht nicht geben, aber ein paar Spieler, die dann eben hochbelastet sind, dann natürlich auch immer mal eine Pause zu geben. Es kommen ja noch Karten dazu. Also es wird spannend, es können Verletzungen dazukommen. Ja, aber alle werde ich sicherlich nicht glücklich machen können. Also es gilt natürlich trotzdem, alle bei der Stange zu halten. Und das ist immer die schwierigste Aufgabe, glaube ich, für einen Profitrainer, da mit dem großen Kader dann dafür zu sorgen, dass es diese Unzufriedenheit, die dann völlig normal ist bei den Spielern, aber natürlich keine Auswirkung auf die gesamte Mannschaft hat, weil da ist das Ziel klar formuliert und die Mannschaft ist fokussiert und dem muss sich dann jetzt auch jeder unterordnen und es sind auch nicht mehr so lange Zeit. Wir haben bloß noch 7-8 Wochen und dann ist es vorbei. Herr Hertel, was hat Sie denn bewogen, in den letzten Minuten Beck noch einzuwechseln? Ich könnte mir das denken, aber vielleicht Ihre Beweggründe. Ja, zum einen war es für Julius Dücker schon ein sehr, sehr laufintensives Spiel und dann in den letzten Minuten, dann greifen ja viele Mannschaften dann dazu, lange Bälle zu spielen und dann ist Christian einer unserer besten Kopfballspieler, der uns dann natürlich hilft, auch bei Standards oder bei diesen Situationen, die dann eben noch gekommen sind in den letzten Minuten, die Bälle dann eben doch zu klären. Und dann muss man ja trotzdem auch damit rechnen, vielleicht geht so ein Ball rein, dann muss man ja auch gucken, weil dann wird jetzt Verlängerung gegeben, dass man dann halt auch das entsprechende Personal auf dem Platz hat, um auch eine Verlängerung zu spielen. Danke. Manuel Röscher, bitte. Auch an die Trainer, eine Frage. Sie haben jetzt ja am Mittwoch eben einige Spieler gebracht, die sonst nicht so zum Zuge kamen. Zuletzt in der Liga eben 6:1 gegen Aalen gewonnen. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass von den Spielern, die jetzt am Mittwoch dann überzeugen konnten, der ein oder andere sich dann vielleicht sogar für Osnabrück empfehlen konnte für die Startelf? Oder ist es eher so, dass Sie sagen, okay, in der Liga haben sich die Jungs zuletzt beim 6:1 so bewährt, dass sie jetzt die nächste Möglichkeit bekommen? Ja, da sind die Überlegungen jetzt noch nicht abgeschlossen. Ganz klar haben die Jungs, die jetzt gespielt haben, eine ordentliche Visitenkarte hinterlegt, aber die anderen hatten das vorher auch. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie dann noch die physische Belastbarkeit ist, wie die Jungs aussehen, wie frisch die sind. Und aber ganz klar ist, dass wir, wenn wir jetzt auch wechseln, dass es schon so sein kann, dass viele von dem 6:1 von Aalen jetzt auch wieder auf dem Platz stehen, aber werden vielleicht auch auf 1-2 Positionen da auch was verändern. Das ist ganz normal. Auch ein bisschen Hinblick, was hat der Gegner anzubieten. Was erwartet uns dann vielleicht auch am Mittwoch in dem Spiel gegen Zwickau, wo wieder vielleicht andere Tugenden gefragt sind. Und da müssen wir nochmal in Ruhe auch überlegen. Jetzt hat man zu tun mit der Auswertung, mit der Vorbereitung auf Osnabrück. Und jetzt überlegen wir uns dann natürlich, was dann am Ende für uns alle das Beste ist für diese nächsten beiden Spiele. Aber in erster Linie erstmal für dieses Osnabrück-Spiel. Ja, gibt es weitere Fragen? Gut, dann schließen wir die Pressekonferenz zunächst an dieser Stelle und stehen jetzt für die O-Töne zur Verfügung. Dankeschön.